Linda Castle. Ist eine Weile her, ne? 20 Jahre mindestens. Ich zähle die Jahre nicht mehr. Gut für dich. Wirkst ziemlich rüstig für einen alten Mann. Tut mir leid. Aber Nettigkeiten müssen wir uns sparen. Uns bleibt kaum noch Zeit. Wir müssen reden. Entschuldigung? Wer genau bist du bitte? Ja, und warum bist du so aggressiv, wenn du nur reden möchtest? Halt dein Lügenmaul und scher dich um deinen eigenen Dreck. Sam, soll ich mich auch um meinen eigenen Dreck scheren oder meintest du nur den Lügner Stan? Maddie, das ist Sam Green, Sheriff von Cedar Hills. Das ist nicht dein Zuständigkeitsbereich, Opie. Früherer Sheriff. Warum bist du hier? Du weißt verdammt gut, warum. Ich muss es vergessen haben. Oh, das ist ja schön für dich. Ich muss nämlich andauernd hinter deinem kleinen Problemkind aufräumen. Moment, redest du etwa über den Film? Redet er über den Film? Oh, du hättest nicht kommen sollen, Linda. Das verfluchte Ding hätte vergessen bleiben sollen. Es wird das Ende dieser Welt sein. Und vielleicht das aller anderen. Ja, und damit erstmal kurz hallo und herzlich willkommen zurück zu The Casting of Frank Stone. Okay, Sam. Deine Worte ergeben keinen Sinn. Geht's dir echt gut? Du bist zu alt, um Geheimagent zu spielen. Ich bin so fit wie nie zuvor. Und alles, was ich dir erzähle, ist wahr. Das alles nur wegen damals in Cedar Hills. Was passiert ist, damals oder jetzt? Verstehst du denn nicht, was ich sage? Ich... Nein. Tut mir leid. Ja. Sag mir einfach, dass du deinen Filmstreifen noch hast. Ja, den habe ich noch. Und sie? Wir haben alle unser Stück. Oh, Gott sei Dank. Dann komme ich nicht zu spät. Aber Augustine hat uns ein Angebot gemacht. Und ihr habt es abgelehnt. Richtig? Ja. Wir haben uns noch nicht entschieden. Okay. Okay. Damit können wir arbeiten. Wenn wir unsere Karten richtig spielen, haben wir noch eine Chance, die Kurve zu kriegen. Linda, wovon redet dieser Typ da? Vom Filmstreifen, von dem ihr alle ein Stück habt. Ein Teil des Films, den Linda mit Freunden gedreht hat. Mit meinem Sohn. Es ist nicht nur ein Film. Es ist ein Gefängnis. Für etwas viel Älteres. Etwas Mächtigeres als alles, was die Menschheit begreifen kann. Es reine, bösartige Verderbnis. Und ihr Hunger ist grenzenlos. Oh, okay, Sam. Trägst wieder etwas zu dick auf, oder? Das sagt ja der richtige Bruno Stafford. Moment. Ihr beiden kennt euch? Ah. Leider bin ich schon längere Zeit das Ziel der absonderlichen Anschuldigungen und dramatischen Behauptungen des früheren Sheriffs. Er ist total wahnhaft. Aber eins muss ich dir lassen. Du siehst besser aus als bei unserem letzten Treffen, was? Wie machst du das? Hat der Scharlatan erzählt, wie er meinen Sohn manipuliert und ihm sein Stück Film abgenommen hat, als Robert eine sehr schwere Zeit durchmachte? Ich bin zu jeder Zeit ehrlich. Ich schleiche nicht im Dunkeln herum wie ein schmuddeliger Kleinganove. Scheiß drauf! Ich hab genug von deinem Scheiß. Sollten wir ihm folgen? Geh los und behalte Stan im Auge. Ich bleib hier. Was er da alles gesagt hat, meint er das ernst? Ich weiß nicht. Aber ich glaube nicht, dass jemand von uns allein losziehen sollte. Hä?
War das vorhin verschlossen? Aber jetzt, wo die das auch nochmal so erwähnen... Hey! Hey, warte doch mal! Muss ich ganz ehrlich sagen... Soll ich dem jetzt wirklich hinterher oder soll ich jetzt woanders gucken? Da ist ein Fernseher. Ich guck mal eben woanders. Jetzt, wo die das so extra nochmal erwähnt haben, man sieht auch richtig die Gestik und die... Ja, die Gestik nicht so, aber die Mimik, ne? Von ihr. Also man kann es schon gut erkennen, dass sie es ist. Okay. Moment, hier ist auch noch eine Tür. Aber die ist auch wieder zu. Gut, ich nehme mal an, dass hier alles zu ist. Aber ich habe es irgendwie... Folgt die mir mit den Augen? Nee, das ist nur, weil das so ein Flackern war, oder? Da bin ich rausgekommen. Ich habe es irgendwie im Gefühl, dass man eventuell jetzt was holen könnte, was man sonst nicht mehr finden wird. Deswegen will ich mich jetzt hier mal kurz umsehen. Wieso kann ich das nicht nehmen, hier das Kästchen? Och, dreh dich doch einfach mal dahin um. Sie will es nicht. Nö, sie dreht sich immer direkt wieder weg. Also das A kommt aber trotzdem nicht. Hm, okay. Ich höre hier doch die ganze Zeit was. Hört ihr das auch? Das ist immer, wenn ich da... Also hier bin ich rausgekommen, die andere Seite kann ich nicht öffnen. Hm, okay. Untersuche den Fernseher. Wo ist der hin? Naja, Fernseher gucke ich jetzt nach. Das können wir theoretisch öffnen. Ich hoffe, es passiert jetzt nichts. Warum ist das hier? Oha. Ist das der Fernseher, den wir da gefunden hatten? Ja. Oh, und der Fernseher ist auch weg. Ja, geil. Ich wollte ja vorher eigentlich mal geguckt haben mit der Tür, aber... Alter, was geht denn jetzt ab? Bin ich jetzt in einer anderen Zeit oder was? Stan! Hockst du etwa auf der Toilette oder was? Bin ich jetzt von der anderen Seite ausgekommen? Hä? Da müsste hier theoretisch wieder der Fernseher sein. Der ist aber nicht mehr da. Da hinten sieht so komisch grün aus. Ich guck mal eben wegen der Tür hier. Die ist immer noch gesperrt. Okay, so langsam wird es hier irgendwie unheimlich. Das gibt ein gutes Gruselspiel ab hier. Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist alles so grün. Ich weiß nicht, ob ich dahin will. Jetzt weiß ich noch weniger, ob ich dahin will. Okkultismus. Das hat mir noch gefehlt. Ja, geil. Warum auch nicht, ne? Dient einem gottgleichen Wesen. Okay. Das hat mir gerade wirklich noch gefehlt. Ich habe keine Kamera. Ich kann nicht... ach du Scheiße. Oh.
ich hab sie geholt. Also ich habe sie vielleicht nicht geholt, aber sie wird jetzt hier auftauchen, oder? Wer ist da drin? Das sieht nach einem Muster aus. Ja, aber... Achso, damit kann ich auswählen? Nee. Ich kann immer nur das Gleiche drin. Ich kann nichts auswählen. Hallo. Nee, das... Ach, ich muss nach oben gehen, okay. Ich muss dieses Ding echt ausschalten. Ja, aber wie soll ich das ausschalten? Nach außen kann ich nicht, oder wie? Hä? Ich komme nicht auf den Äußeren. Wieso komme ich nicht auf den Äußeren? Wie aus einem Science-Fiction-Film. Nein, nicht wirklich, ne? Wie soll man denn... Okay, da ist was passiert. Ah. Es ist gut. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber es hat scheinbar funktioniert. Halt durch! Ja, halt durch. Lauf einfach mal rein. Deaktiviere die Ringe, in den du reinläufst. Ich wusste schon immer, dass jedes reiche Arschloch so ein Zimmer im Haus hat. Oh. Gut, das funktioniert. Jetzt nur noch zwei dieser Ringdinger. Och, das ist nicht euer Ernst, oder? Ich habe doch keine Ahnung, was ich jetzt beim ersten Mal überhaupt gemacht habe. Da kann man auch nichts mehr machen. Ach, kommt, Leute. Ist da auch noch was? Nee, es ist doch garantiert wieder nur zum Nachgucken, oder? Da ist doch wieder nichts drin. Ja, natürlich. Das bringt mir aber nichts. Moment, da hinten ist auch noch was. Ah, da ist noch ein anderer. Okay, da muss ich da nochmal rum. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Okay, das scheint nicht zu gehen. Ich habe absolut keinen Plan, wo ich anfangen soll, wo ich enden soll. Oder muss ich... Ach so, das ist das äußere Fest. Und ich... Ah, Moment. Ah. Die drei. Die drei. Ah. Halt durch. Ich werde dich da rausholen. Ja, und ich kann sogar mit gutem Gewissen sagen, ich weiß jetzt, glaube ich, was ich tue. Wohl noch nie von einem normalen Einschalter gehört. Das wäre doch zu einfach. Aber immerhin, schon beim zweiten Mal wusste ich, denke ich zumindest, was ich machen muss. Und zwar, weil den äußeren Kreis, den können wir ja nicht drehen. Und wir haben immer drei Angelpunkte, wo das Ganze wohl ran muss.
Oder in dem Fall jetzt 4, glaube ich. Also es ändert sich ja ständig. Und den muss ich nämlich, die muss ich immer verbinden, aber von außen nach innen und nicht umgekehrt. Das heißt, dass wir das jetzt ganz schnell hinkriegen sollten. Zack, noch einmal. Ha! Ich bin nicht ganz so doof, wie ich aussehe. Ist das jetzt der hier? Muss der noch gemacht werden? Ja. Da liegt auch nichts mehr. Bist du okay? Oh. Wow. Was ist, junger Mann? Gar nichts. Ich, Ich helfe dir. Alles gut. Ist nichts. Aber du siehst aus, als wäre was... Ich suche nur meinen Dad. Den Sheriff? Oh, den Sheriff? Ja. Hast du ihn gesehen? Oh, ja, schon. Wo? Hier und da, hin und wieder. Irgendwie taucht er immer an den seltsamsten Orten auf. Halt, wann war er denn hier? Gerade eben, oder wie? Oh, vor mehr als einer Minute? Weniger als ein Leben. Gut. Okay, danke. War mir ein Vergnügen. Ich werde ihm sagen, dass du ihn suchst. Sie kamen sicher hier vorbei. Ich wäre mir hier über gar nicht sicher. Wie hat sie dich hergelockt, Linda? Was hat sie dir geboten? Freiheit fordernd. Ja, eigentlich schuldet er ja auch ein paar Antworten. Also wie ich das verstehe, versteht sie ja auch nicht allzu viel davon. Tut mir leid, Sheriff. Du schuldest mir Antworten. Und warum? Du verhältst dich wie ein Irrer. Schleichst herum, greifst Leute an, nicht der Sam Green, den ich kenne. Leute ändern sich mit der Zeit. Nur einmal warst du so komisch, als du Chris, Jaime und mich beim Stahlwerk erwischt hast. Ah, ja. Damals dachte ich sei zu hart mit euch umgegangen. Aber jetzt, da ich mehr weiß, die Kamera zu beschädigen, war gut. Aber du hast sie nie beschädigt. Natürlich habe ich. Dir geht's nicht gut, oder? Ich werde alt. Mein Gedächtnis lässt mich im Stich.
Okay. Ich weiß, ich sollte ihm hinterherlaufen, aber... Ne? In meiner üblichen Manier werde ich das jetzt nicht tun, sondern werde mal gucken. Was meintest du damit, dass das alles wegen Cedar Hills sei? Ich sagte, das liegt daran, was in Cedar Hills war und was immer noch passiert. Was passiert denn gerade? Was damals passiert ist. Kids drehen einen Super-8-Film? Im Stahlwerk? Das Werk ist seit Jahren weg. Ich sagte doch, ich zähle keine Jahre mehr. Ach, komm schon, Sam. Seit du hier ankamst, warst du nicht ehrlich. Tut mir leid, aber ich war es immer. Was ist? Oh, nichts. Nichts mehr. Mir geht's gut. Oh. Muss sie finden. Muss sie finden, bevor... Himmel senkt sich wieder und es ist... Ja. Ach, ich dachte, sie gibt dem Medizin. Ganz ruhig, ist schon gut. Das war ein Fehler, oder? Sam, dir geht's nicht gut. Wir müssen Augustin finden. Jetzt. Ich glaube, du solltest kurz... Mir geht's gut. Hilfst du mir jetzt, Augustin zu finden? Oder willst du nerven? Ich wusste, dass irgendwas nicht stimmte. Aber ich wollte mich selbst überzeugen. Ich helfe dir, Sam. Was auch immer Augustin plant. Gut ist es nicht. Richtig. Sam? Sam? Ja, Sam? Ich weiß halt nicht, was jetzt besser war. Wo bist du hin, verdammt? Sam, komm schon! Wenn ich ihm die Waffe wegnehme, habe ich die Möglichkeit, selber zu schießen später. Wenn ich ihm die Waffe nicht wegnehme, kann er mich vielleicht mal retten? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was auf uns zukommt. Ich sehe ja nur nicht mal irgendwas um mich herum. Das ist schrecklich. Wo war denn das Grüne? Ja, und ich hatte eigentlich gedacht... Ganz ehrlich, dass im Beutel irgendwelche Medikamente sind, weil er halt zusammengebrochen ist. Sam! Oh, das ist so schlecht von der Performance gemacht. Wir dürfen nicht vergessen, wir spielen das hier mit einem aktuellen Gaming-PC, ne? Also, das ist schon heftig. Das kenne ich so nicht von Supermassive Games. Bisher liefen die mal alle flüssig. Außer damals halt mit meinem alten PC, das ist nicht ganz so flüssig gewesen. Also das ist auf jeden Fall etwas. Und was ist das? Die meint jetzt wahrscheinlich die Lagerhalle, aber wo ist das? Ach, die kennen wir doch. Wenn auch in einer anderen Farbe. Komplette Alternativversion. Ja, genau. Alternativversion. Weil unsere waren... Also die, die wir jetzt kennen, sage ich jetzt mal, die waren blau. Gewaltstreifen sorgt für Kinoblutbad. Cedar Hills... Eine Vorstellung von Murder Mill... Moment. Diese Vorstellung gab es nie. Was ist das? Okay.
4 Jahre danach, also 84, weil wo das gewesen ist, die Nacht, das war ja 80, haben wir eben nochmal gesehen. Übler Film verursacht Kinoblutbad. Ein Low-Budget-Horrorfilm. Das kennen wir ja schon eigentlich vom Inhalt her, ne? Der hier in Cedar Hills entstanden ist, soll für die jüngsten Ausbrüche von Massengewalt und Chaos in den Kinos verantwortlich sein. Ja, ja, das haben wir alles schon gelesen. Die Rückseite wurde im stillgelegten Stallwerk gedreht. Böse Zungen behaupten. Grausame Verbrechen. Viele Kinobesitzer haben Mördermüll bereits aus dem Programm genommen. Ja, also inhaltlich ist es im Endeffekt genau das Gleiche. 9 Menschen wurden verletzt, okay. Das Gleiche, was wir schon mitbekommen haben. Ihr könnt natürlich auch gerne nochmal zurückspulen und Pause drücken. Was ist das denn hier? Hallöchen, war das der Arm, mit dem wir gedreht haben? Also wahrscheinlich nicht, weil das scheinen ja andere Requisiten zu sein. Die nicht ganz mit denen von Murder Mill identisch sind. Ja. Meine ich doch. Die sind ein bisschen verbessert, glaube ich, oder? Gut, die T-Shirts sehen natürlich auch in beige oder was, das war ein bisschen besser aus. Aber das ist jetzt persönliche Meinung. Ich sag mal, wer auf blau steht. Blau war es, glaube ich. Der steht halt auf blau. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Nicht. Ich habe immer so ein bisschen Panik, dass jetzt hier irgendwas getriggert wird, wenn ich da an den Tisch gehe. Die Lampe scheint nicht aus dieser Zeit und von diesem Ort zu stammen. Meine jetzt dieser Zeit, wo wir jetzt gerade drin sind, oder von früher, wo das gedreht wurde? Ich denke mal, die meinen jetzt diese Zeit von jetzt, oder? Komme ich nicht ran? Jetzt. Bonnie war nicht in dieser Szene. Es war Chris. Das ist falsch. Okay, das haben wir nicht gefilmt. Hey! Ganz ruhig. Hast du das gesehen? Was meinst du? Hast du gesehen, was Augustin vorbereitet? Etwas stimmt nicht. Und zwar ganz und gar nicht. Langsam erkennst du, womit wir es zu tun haben. Und leider könnte es schon zu spät sein. Komm schon. Stopp. Ich gehe keinen Schritt weiter, bevor du mir nicht sagst, was genau hier vorgeht. Und versuche erst gar nicht, irgendwas zu sagen, das nicht absolut wahr ist, okay? Die Wahrheit kann oft heikel sein. Sam! Hör zu. Es tut mir leid, Linda. Aber ich kann dir einfach nicht das geben, was du willst. Absolut nichts daran gefällt mir.
Ich kriege nichts dafür, dass ich tue, was ich muss. Keinerlei Dank, keine goldene Uhr. Es ist nur irgendwie höhere Bestimmung. Oh Gott, du bist so ein Aufschneider. Ich bin kein Kind mehr. Und du bist nicht der Sheriff. Deine blöde Arroganz zieht bei mir nicht. Linda. Nein. Du willst unehrlich sein? Schön. Aber ich bin nicht doof. Ich weiß, was Täuschung ist. Ich sehe, was du verbergen willst. Dachtest du, ich hätte nichts bemerkt, als du hier ankamst? Du solltest mindestens 80 sein, aber du bist kaum älter als ich. Wie kann das richtig sein? Was willst du damit sagen? Ich sagte, dass du Sam Green sein könntest. Aber nicht der Sam Green von damals in Cedar Hills. Du bist ein anderer. Nicht wahr? Für jeden unserer Pfade gibt es einen, auf dem ein Schatten geht. Eine andere Realität, eine andere Welt. Welten, die fast ineinander übergehen. Ich habe diese Zeitachsen gezielt gewählt. Sie überschneiden sich. Der Entitus übt Druck auf die Grenzen unserer Welt aus. Ich brauchte Frank Stones sterbliche Hülle gar nicht. Nur die perfekten Versionen seiner Essenz auf Zelluloid gebannt, mit 24 Bildern pro Sekunde projiziert. Frank Stone wird auferstehen. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!